das war wieder knapp. Diesem Wolf bin ich gerade noch entkommen. Doch bestimmt lauert ganz in der Nähe schon der Nächste. Ah, aber dort vorne, dort stehen doch zwei Rentiere. Ah, yippie! Vielleicht sind es Peter und Ronny. Vielleicht darf ich wieder mit ihnen ziehen. Hallo Peter, hallo Ronny, hallo! Es dürfte sich um eine Verwechslung handeln. Mein Name ist weder Peter noch Ronny. Guten Tag, ich heiße Billy. Wer bist du? Ich bin Billy. Und wie heißt du? Ricardo. Und das ist mein Freund Sebastian. Ja, so werde ich genannt. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich suche nämlich eine Herde, mit der ich weiterziehen kann. Darf ich bei euch bleiben und mit euch weitergehen? Mit uns weitergehen? Das ist aber lustig. Warum ist das denn so lustig, Ricardo? Weiterziehen? Wir und weiterziehen? Sebastian, hast du das gehört? Du bist ein kleiner Scherzbold. Warum bin ich ein Scherzbold? Alle Rentiere ziehen doch umher, weil sie neue Futterplätze suchen. Wir aber nicht. Ihr nicht? Wieso nicht? Weil wir die Rentiere sind, die jedes Jahr zu Weihnachten den Schlitten von Santa Claus ziehen. Den Schlitten von Santa Claus? Dem Weihnachtsmann? Ja, gibt es denn den Weihnachtsmann wirklich? Natürlich gibt es ihn. Er wohnt dort oben auf dem Hügel, in der großen Schneeburg. Unglaublich! Ja, ja, dorthin kommen die Wunschzettel der Kinder. Dort werden die Geschenke gemacht, in buntes Papier eingepackt und in große Säcke gesteckt. Diese werden dann auf den Schlitten von Santa Claus verladen. Dann spannt er uns davor, setzt sich auf den Kutschbock und schon laufen wir los. Der Schlitten von Santa Claus ist aber kein gewöhnlicher Schlitten, nein. Man kann damit durch die Luft fliegen. Was? Durch die Luft fliegen? Ja, du weißt doch, dass alle Kinder am Weihnachtsabend ihre Strümpfe in den Kamin hängen. Santa Claus kommt dann in der Nacht, fliegt über ihre Häuser und lässt die Pakete durch den Rauchfang in die Strümpfe fallen. Und in der Früh, wenn die Kinder aufstehen, finden sie die Geschenke. Zum Dank dafür, dass wir Jahr für Jahr seinen Schlitten ziehen, dürfen wir hier leben. Und Santa Claus bringt uns jeden Tag Heu und Hafer. Wir müssen nie neue Futterplätze suchen.